Ja, schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute ist ein bisschen wärmer. Wir haben etwas über 30 Grad im Moment und Abendstemperaturen so mit 18 Grad Celsius sehr kalt, in Anführungsstrichen, sodass man sich schon beinahe eine Decke holt. Permakultur und Standort ist der Titel dieses zweiten Films. Und ich tue ganz bewusst da unten diesen wunderschönen Erdbeerbaum da, ja, dazu. Ne? Der ist so toll. Permakultur und Standort. Und bei Permakultur werden ja oftmals Hügelbeete gebaut. Also Permakultur ist alles andere als nur Hügelbeet. Aber wenn man Hügelbeet baut, dann ist natürlich die Frage, wo bin ich eigentlich? Bin ich in einer Landschaft, wo es sehr feucht ist, wo es viel regnet, möglicherweise mehrfach am Tag oder mindestens einmal am Tag? Oder bin ich in einer extremen Savanne, so wie hier, wo ich jetzt die nächsten 2 Monate keinen Regen erwarten muss? Da wird nichts passieren. Es kann manchmal nachts ein bisschen feucht werden. Das macht einen Riesenunterschied. Wie werden denn Hügelbeete in den Tropen gebaut? Die sind ganz flach. Die sind ganz flach. Da hat man genug Wasser, da hat man sehr starke Einstrahlung, da erfolgt ein sehr schneller Umsatz. Die Beete müssen sich nicht warm halten. Und der Vorteil dieser ganz flachen Hügelbeete ist, sie sind auch extrem produktiv, je nachdem, was drin ist, wenn man zum Beispiel Terra Preta reintut. Ja. Aber wenn sie dann 2, 3 Jahre alt sind, dann kann man sie relativ leicht wegräumen. Wenn jemand auf die Idee kommt, ganz große Hügelbeete zu bauen, so groß, dass man möglicherweise auch einen Bagger dazu braucht, dann ist das immer so ein Thema, bin ich später mein Bagger in 4 bis 5 Jahren, wenn das Hügelbeet zum Beispiel gedüngt werden müsste, Fragezeichen. Will ich diese ganz hohen Hügelbeete haben? Das kann man ja machen. Also zum Beispiel auch als Einfriedung von Grundstücken kann man sowas machen, dass man dann da seine Pflanzen dran setzt. Aber wenn ich ein Hügelbeet, diese sehr großen Volumina hier auf Iberien oder in Italien oder so baue, dann werde ich nicht auf die Idee kommen, die Hauptnutzpflanzen oben auf die Decke zu pflanzen, also obendrauf, sondern ich muss mir überlegen, wo mein Hügelbeet steht. Also wenn das das Hügelbeet ist, dann müssen wir überlegen, kommt die Sonne jetzt von mir gegenüber, dann habe ich 2 Seiten, die relativ wenig Sonne bekommen zur Mittagszeit. Aber die eine Seite bekommt die Abendsonne oder Nachmittagssonne und die andere bekommt die Morgensonne. Wenn ich jetzt mein Hügelbeet West-Ost orientiere, dann habe ich eine Südseite und bei der gewissen Steigung eines Hügelbeets ist das dann ein Extremstandort, also da würden wir Thymian hinpflanzen. Und dann hast du auf der abgewendeten Seite, also im Sonnenlee sozusagen, hast du relativ weniger stark bestrahlte Standorte, auch relativ schattiger. Und da können die etwas voluminöseren Nutzpflanzen hin. Und in den Bereich des Fußes dieses Berges, da würde ich dann empfehlen, auch zum Beispiel Obst- oder Nussbäume zu pflanzen. Also in den trockenen Landschaften Hügelbeete nicht oben bepflanzen. Und von mir aus kann man auf die Idee kommen, Hügelbeete zu bewässern. Wenn ihr viel Wasser habt, dann kann das auch obendrauf passieren. Sonst wird man die Bewässerungsschnürchen an den Seiten des Hügelbeets anordnen. Ich kann allerdings nur sagen, dass ich hier von einer Tröpfchenbewässerung abgekommen bin. Meine Pflanzen müssen mit mir hier durch. Und es ist ganz erstaunlich, wer das alle macht. Das machen, also die Köhle machen das sowieso, das macht Thymian und das machen Gänsedistel eine Zeit lang, das macht die einheimische Brennnessel, die muss man da nur rechtzeitig sammeln. Und in der hohen Zeit des Sommers, Juli, August, ja, da können wir nicht viel erwarten. Ja. Also da wachsen meine Krautpflanzen nur dort, wo ich bewässere, und das mache ich dann von Hand. Lieber von Hand, als den Schlauch anstellen und Tröpfchen zu machen. Ich hatte früher hunderte Meter diese Tröpfchenschläuche. Will ich nicht mehr.
Die sind irgendwann dicht. Die kleinen Tropfer sind arbeiten nicht mehr gut, sind zugesetzt und so weiter und so fort. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also, ich glaube, die persönliche Präsenz bei den Pflanzen ist ganz wichtig. Und die persönliche Präsenz, naja, das bedeutet auch, dass wir, eben ist eine Ameise vor der Linse vorbeigelaufen, da ist sie nochmal, ja, die große Ameise, die inspiziert hier gerade die Kamera. Der persönliche Bezug zum Gelände ist wichtig. Und außer den Gartenbereichen, die sich in unmittelbarer Nähe der Häuser abspielen, empfehle ich im Übrigen ganz viel Sträucher und Bäume anzupflanzen. Und da kommen wir ja auch bei Gelegenheit dazu. Ich empfehle aber auch durchaus mal Gebietsfremdlinge zu nehmen, wie zum Beispiel diese Akazie hier, das ist eine, die wenig invasiv ist, die mir diese hervorragenden Stämme bildet. Für Nutzholz, ja, wir dürfen die ganze Landschaft nutzen. Und ich kann dazu sagen, dass dieser Umkreis, so auf ungefähr 50 Meter Radius um die Häuser, das ist der Schwerpunktbereich für die Kräuter-, Sträucher- und Obstbaumnutzung. Und da kann ich hier unter den hiesigen Bedingungen die gesamte Biodiversität des Offenlandes mitlaufen lassen. Und wenn ich jetzt, wozu ja jetzt inzwischen die Gelegenheit besteht, weil der Nachbar seine Rinder hier durchtreibt, wenn ich jetzt nächstens mal wieder gut beachtet Rinder hier durchlaufen lasse, dann kriege ich auch überall meinen Rinderdung hin, der für die Fauna so wichtig ist. Also ohne die Beweidung durch große Weidetiere kriegen wir die Artenvielfalt nicht erhalten. Und das Schönste an der Permakultur ist, wenn du dich davon ernähren kannst, und zwar für deinen Körper, mit guten Pflanzen, von der Feige bis zum Kohl, Petersilie, Brennnessel und so weiter. Aber wenn du auch Nahrung für deinen Schönheitssinn hast und für dein Herz hast, und das machen zum Beispiel die Schmetterlinge. Das machen die wunderschönen Eidechsen oder Schlangen. Das machen die Schildkröten. Das machen die Grünfrösche. Das machen die Vögel. Wir sind jetzt Mitte Juli fast natürlich etwas außerhalb der Vogelgesangsperiode. Aber Samtkopfgrasmücken sind noch immer kräftig da. Auch die Turteltaube ruft noch. Die Nachtigallen, die haben sich schon zurückgezogen. Waren dies ja auch nicht so viele. Ja, also die farbige Natur und dann noch die ungefähr 150 Kräuter, die hier einfach drauf wachsen, auf diesem Gelände. 150 Kräuter. Hier sind die Nutzbäume. Und da oben, ja, da sind die verschiedenen wunderschönen Sachen. Die vielen kleine Blumen. So, das war's. Viel Spaß. Bis bald.